Hallo, Assalamu alaikum. Schön, dass ihr da seid. In der heutigen Folge wollen wir anhand einer kurzen Geschichte uns ein paar neue Vokabeln und einfach ein paar neue Dinge lernen. Geschichten mit kurzen Dialogen finde ich persönlich immer sehr gut, weil sowohl wenn du fortgeschrittener bist, kannst du immer was mitnehmen, aber auch als Anfänger kannst du einer einfachen Geschichte gut folgen. Die Geschichte, die ich erzähle, ist ein Witz. Ich erzähle nur ein paar Punkte, dass ihr vielleicht schon vorher was versteht. Es ist ein Witz, es geht um zwei Freunde und die gehen spazieren, sehen eine Sache und fangen an, sich über diese Sache zu unterhalten. Okay, so ganz grob. Ich werde zunächst die Geschichte einfach in meinem Dialekt, also auf Tschibedent, erzählen und danach werde ich die Geschichte Stück für Stück mit euch durchgehen und einfach schauen, wo sind die verschiedenen Unterschiede. Und wo kann man oder wo musste man sozusagen den Dialekt anpassen? Also wo sind Unterschiede im Dialekt? Also was würde man anders sagen, wenn man jetzt Therifisch bzw. Thaqlaisch sprechen würde und eben nicht Theshebdent oder beziehungsweise auch der Dialekt der Yethisnessen ist auch sehr, sehr ähnlich dazu. Nanesh, athnein im Dukal, Tuaruhanadzsaran. وشاي جن زيسن الناس تخزر يجو فالشو وني ذن الناس اما ينتقارض وني ولي شاد فالشو اثني تخسر وني ذن الناس لا وني ذ فالشو وني ذن الناس لا ثني تخسر الناس تايا الله اغرس نقرب وشا اديبان ماذ فالشو نيغ تخسر وش قرب نغرس وش هاي الناس تزريد اما ني غاش دفال شو وني ظن الناس لا تخسر وش هاي قاسمو يوثق فاسن وش فال شو النيضوا وش هاي الناس تزريد الخو باين باين لا دفال شو وني ظن الناس التخسي وخاث ذوا. Das ist ein sehr bekannter Witz. Der ein oder andere hat den vielleicht gehört, vielleicht auch auf Deutsch oder auch auf Temesicht. Auf Derija wird er auch oft erzählt. Mit der Pointe am Ende: Naja wa lautar. Genau, dann gehen wir jetzt einfach mal Stück für Stück die Geschichte durch. Nanesh, so beginnst du meistens eine Geschichte oder einen Witz. Nan, sie erzählten. Guck mal, dieses N hat meistens etwas mit sie Plural zu tun. Nan, gen, chen oder schen, swen. In der Vergangenheit klingt das so oder auch in der Gegenwart sissen, titten. Nan ist jetzt Vergangenheit, aber dann sewelen bzw. sewerin. Ist klar, dieses n ist immer sowohl in der Vergangenheit als auch in der Gegenwart geht es um eine Gruppe von Menschen, sie. Männlich, ja, also so der Normalfall, wenn es nicht klar ist, dass es um eine Gruppe von Frauen geht, dann ist es ganz klar männlich. Ach so, ich war gut abgelenkt. Ja, Nenesh, Nen, sie haben gesagt, Nenesh, sie haben dir gesagt, Ansprache, dir maskulin. Wenn du das einer Frau oder einer weiblichen Person erzählst, dann sagst du Nenem. Sie haben dir erzählt, indem du sozusagen dann die weibliche Person ansprichst. Tura thnein im Dukal. Tura ist wieder klar, ihr erinnert euch, immer bei Tura, Signal geht an, irgendwas mit Vergangenheit. Auf jeden Fall nichts mit Zukunft und nichts mit Gegenwart. Tura ist Vergangenheit. Auch wenn es keine direkte Übersetzung für dieses Wort gibt, es sei denn, jetzt ist irgendwie voll der Pro hier und er erzählt mir, was die direkte Übersetzung ist. Ich wüsste nicht, dass man es direkt übersetzen kann. Es signalisiert einfach nur Vergangenheit. Es heißt auch nicht früher oder so, dafür gibt es eigene Wörter, sehe ich. Sehe ich ist klar früher. Aber du kannst auch Tura, wenn du dich erinnerst, es geht, auch wenn es nur heute Morgen ist oder gestern gewesen ist, dann sage ich auch Tura. Tura, ihr erinnert euch, okay, ich will jetzt mich gar nicht jetzt mit sowas aufhalten. Ich lasse mich immer so ablenken von so Kleinigkeiten. Tura, thnein im Dukal. Tura, thnein, zwei im Dukal. Plural von em Dukal. Zwei sind zwei, em Dukal ist Freund, im Dukal sind Freunde. Hier ist der erste Unterschied im Dialekt.
Hier benutzt man dann auf Thaqlash bzw. Therifisht ist es dann ein R, im Dukar, im Dukar, im Dukar. Das ist übrigens eines der Hauptunterschiede, dass wenn nach einem Vokal ein L folgt, nicht nur auf Theschbedent, also ihr müsst wissen, auch in den anderen Berber-Dialekten ist es so, dass ein L benutzt wird. Also der Unterschied ist sozusagen in den, bei den Iqla'iyen bzw. bei den anderen Erifiyen, wo der Unterschied sozusagen, wo die Veränderung passiert ist. Sozusagen von Thmesich wurde dann aus L wurde dann R. Das ist einfach die Veränderung. Das ist normal in einer Sprache. Das heißt nicht, dass das eine richtig ist, das andere falsch, das eine original, das andere gefälscht. Nein, jede Sprache verändert sich einfach. Jede Sprache verändert sich. Ist gut, es zu wissen, dann verstehst du das auch. Ja, und wir sollten das feiern. Ihr kennt meine Einstellung. Es ist schön, so viele Dialekte zu haben. Das ist, verstehst du, man muss es feiern. Das ist schön, andere Dialekte zu hören und zu zelebrieren. So wie auch auf Englisch Menschen verschiedene Dialekte feiern. Das ist irischen und neuseeländischen und englischen und amerikanischen und schottländischen und so weiter Dialekt gibt. Und jeder hat seine Feinheit und ich mag diese Dialekte auch. Sollten wir auch unsere Dialekte feiern. Es ist gut, dann den Unterschied zu wissen. Ich mache jetzt ein bisschen schneller, ja? Sie haben dir erzählt, es waren einmal zwei Freunde. Sie sind gegangen spazieren. Sie sind gegangen, um etwas zu machen. Ich bin geblieben, um zu lernen. Dieses Ed ist damit ich, ja? Sie sind gegangen, um zu spazieren. Ist ein bisschen doppelt gemoppelt, aber ist so. Usha und dann. Usha könnt ihr euch merken. Usha innes. Inna. Er sagte, Ines, er sagte zu ihm. Jetzt das Zweite, was ihr euch merken solltet, ist immer Bezug auf ihn oder ihm oder sie. Ines, er hat ihr oder ihm gesagt. Ja, das solltet ihr euch einfach merken, ja. Ines, Ijin sisen. Auch hier wieder N, erinnert euch an das N, es hat immer Plural sie, die Menschen, die Gruppe von Menschen. Usha Ines, und dann sagte einer, Ijin Sesen. Ein Unterschied zu den anderen Dialekten, es ist kein J, sondern ein J. Ijin Sesen, glaube ich zumindest. Guck mal, liebe Iqla'iyen und sonstige andere Erifiyen, ihr könnt mich gerne korrigieren, ich beherrsche nicht jeden Dialekt. Die wichtigsten Unterschiede kenne ich. Aber ich beherrsche jetzt keine anderen Dialekte, sondern ich will nur auf die Unterschiede aufmerksam machen. Das heißt, wenn es doch nicht Ijin ist, korrigiert mich, aber ich meine, es ist Ijin, wir sagen Ijin. Und auch hier hört ihr wieder, das will ich mir wieder betonen, der Unterschied ist nicht groß. Du wirst verstehen, ob jemand Ijin oder Ijin sagt, du wirst verstehen. Sir ist aus. Ihr erinnert euch bei dem Video, wo es um woher kommst du, also diese Einkaufssituation, nicht sehr Frankfurt, nicht sehr Franza, nicht Soleiman, weil das ein Aleman ist, deswegen sagt man nicht sehr Aleman, sondern Soleiman. Aber ansonsten sehr, man ist to see, woher kommst du? Sie theddert, also woher kommst du sozusagen gerade? Sie theddert, von zu Hause. Und sesen von ihnen. Einer von ihnen sagte, Usha innes ijin sesen. Usha, und dann sagte einer von ihnen, Usha innes ijin sisen, einer von ihnen. Also einer von den beiden sagte dann, Tachzer iju felsho. Vielleicht nutze ich jetzt ein paar andere Wörter als jetzt beim Erzählen der Geschichte, aber es ist egal, ihr werdet trotzdem was mitnehmen, ja? Tachzer iju felsho. Hier der Unterschied zu den anderen Dialekten, Tachza, das R ist nicht klar hörbar, nicht Tachzer. Bei uns ist es sozusagen ein hartes R, Tachzer, dass man das R klar hört und da verschwindet es in ein A. Tachzer, schau mal, Ijufelschu, ein Adler.
Wahrscheinlich in den anderen Dialekten ist es Fersho. Korrigiert mich. Vielleicht ist es auch Fersho, ich weiß es nicht. Ja, manchmal ist es auch keine Änderung. Manchmal bleibt auch das L. Korrigiert mich, an der Stelle bin ich mir sicher. Tachzer, Ijo Fersho. Schau mal, ein Adler. Und dann sagte der andere, Allah, nein, das ist kein Meshidfelsho, Meshitschik, nicht Verneinung. Bin nicht ich, bin nicht du. Und ne Meshidfelsho, und ne dieses oder jen, also dieses, jenes. Und ne Meshidfelsho, das ist kein Adler. Thnir, weiblich von Winnir. Und ne dies. Und diese ist Thinne, Thinne Tichsir. Es ist eine Ziege. Sie ist eine Ziege. Schauen Sie in das. Und dann sagte der andere wieder: Meint Karth, was erzählst du? Was sagst du? Unnidfelsho. Das ist ein Adler. Und dann sagte der andere: Nein, es ist eine Ziege. Und dann sagte der andere, Yallah, los, Yallah benutzen alle, auch auf Türkisch ist Yallah, ja. Yallah, anqarrab. Jetzt redet erinnert euch, am Anfang geht immer um wir. Anqarrab, in den anderen Dialekten ist es wahrscheinlich ähnlich. Anqarab, vielleicht nicht so ein hartes R, ich weiß es nicht, gerne korrigiert, beziehungsweise schreibt es, wie es richtig ist. Aber es wird sehr ähnlich sein, ja. Yallah anqarab. Wahrscheinlich anqarab und auf Fische bedeutet anqarab. Weil wir machen auch hier wieder anqarab. Vom Hocharabischen abgeleitet, Karib, Nukarib. Etwas, also Karib ist nah, Nukarib, etwas nah bringen sozusagen. Yallah anqarab. Usha, ihr erinnert euch, Usha ist dann. Usha ediben. Usha ediben. Und dann sozusagen die Folge mit dieses ediben. Und dann wird es deutlich. Ein Qim. Usha ediben. Wir bleiben und dann wird es deutlich. Anrah Usha ediben. Anrah Usha, ja, okay. Usha ediben. Und dann, manchmal lässt ein bisschen die Konzentration nach, ne, wenn man zwischen zwei Sprachen hin und her springt und dann auch noch versucht, alle Dialekte mit zu berücksichtigen. Noch krasser wäre es, wenn ich im Deutschen auch noch alle Dialekte mit berücksichtigen würde. Einmal Hochdeutsch, dann Babelmeer-Hessisch. Und dann reden wir Kölsch und was weiß ich noch. Dann gibt es noch Esisch und so. Auf jeden Fall, Usha ediben. Und dann wird es deutlich, was es ist. Hier auf Tmesicht musst du das nicht umstellen. Und dann wird es deutlich, was ist es. Usha ediben meyni'na. Du musst dann nicht umstellen wie im Deutschen. Und dann ist es deutlich, was es ist. Sondern und dann wird es deutlich, was ist es. Usha ediben meyni'na. Ushay nas zred amen nirish dfelsho. Ich weiß nicht mehr genau, wie weit ich in der Geschichte bin. Auf jeden Fall qarben gars ushay jinzisin yuthagfessen ushay idwa qarben gars jinzisin ushay unnidasin dfelsho, der gesagt hat, es ist ein unnidasin dfelsho, der gesagt hat, es ist ein Adler, Jutha gefessen. Jutha, er hat geschlagen. Gefessen, Fuß, Plural, gefessen, in. Ist in. Es gibt sowohl the als auch ig. Zum Beispiel, du würdest sagen, Jutha, jetzt fällt mir gerade kein Beispiel ein. Ich habe sie in meiner Hand. Also wenn du sagst, ich habe etwas in meiner Hand, Gefuß,
Das ist ein bisschen Gewöhnungssache, aber meistens, wenn danach ein klarer Konsonant kommt, Thedderth, dann sagst du The. Ansonsten, wenn kein klarer Konsonant kommt, dann sagst du Ig. Ja? Zum Beispiel Acham ist auch ein Wort für Haus, was ich dann viel benutzen. Dann würden wir sagen The Acham, sondern Guchem, weil danach ein Vokal kommt. Und Fuß ist ein zu the Fuß, das passt von der Sprache her nicht. Deswegen sagst du Katrigefuß. Ja, ich hoffe, es ist ein bisschen deutlich geworden. Das sind so Details. Erinnert euch dran, verliert euch nicht in Details. Wichtig ist, dass die Botschaft ankommt. Er hat in die Hände geschlagen. Und dann ist er weggeflogen. Und dann hat er gesagt, ich habe dir doch gesagt, auch einen Ausdruck könnt ihr euch merken, oder zu einer Frau oder einer weiblichen Person, ich habe dir doch gesagt, ich habe dir doch gesagt, es ist ein Adler. Und dann sagte der andere, es ist eine Ziege, selbst wenn sie fliegt. Das ist die Pointe. Wenn es natürlich an einem Stück erzählt, ist lustig. Ja? Ich hoffe, es auch, als ich schon mal ein Stück erzählt habe, die es verstanden haben, ist lustig. Die Stern nennt. Er hat diese Renunia. Stern nennt halt, ja. Ich weiß nicht, wie man Stern nennt gut übersetzt. Manche sagen, es ist Sturköpfigkeit oder jemand, der jemand, der einfach sturköpfig ist, ja. Es ist oder so, halt sich nicht von etwas überzeugen lässt, egal wie eindeutig die Situation oder die Argumente sind. Ja, das ist eine Geschichte über Theron nennt. Auf jeden Fall, das Ende war hoffentlich dann auch klar. In Nesemen Nerechtfälsch, da hat er gesagt, so gesagt, es ist ein Adler. L'chthubayin. Auf Therif, R'chthu. Merkt euch jetzt. L'chthu. R'chthu. Ihr hört. L-R. Wenn ihr es einmal raus habt, habt ihr es raus. Nerech. 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 L'chthubayin. R'chthubayin. Jetzt ist es deutlich. Kennt ihr vielleicht, wie die Leute, die Arabisch lernen, vom Arabischen. Und dann sagt der andere, und da hat der andere gesagt, erinnert euch daran, als wir gesagt haben, eine kleine Flasche, die Flasche ist klein. Und deswegen sagt er nicht, er sagt, es ist eine Ziege. Hört man mal den Unterschied, Ziege. Et-tich-sir. Wacha-thwa. Wacha hat mehrere Bedeutungen. Ihr kennt es vielleicht, wacha, okay. Oder ihr kennt es vielleicht auch, wenn einer eurer Elternteile euch droht. Wacha. So, okay, warte ab. Wacha ja minnir. Selbst wenn, also wacha und dann ein Verb danach ist, selbst wenn. Auch wenn es klein ist. So selbst, das kann, also das überzeugt mich nicht, ja. Ja, ist klar, was dann, wenn ein Verb danach kommt. Selbst wenn sie fliegt. Er sagt, es ist eine Ziege, selbst wenn sie fliegt. Genau, das war's. Wie lange sind wir schon? 20 Minuten. Ist eine lange Folge geworden, aber ich hoffe, ihr konntet viel mitnehmen. Ich werde das öfter machen, weil ich bin der Überzeugung, dass durch Dialoge und durch Geschichten, dadurch, dass man auch mal an einem längeren Stück auch dann nochmal Themesich hört und es ist eine relativ einfache Geschichte, ich versuche dann einfache Geschichten und Witze zu finden oder Anekdoten, so mit Weisheit vielleicht oder sowas, ja, wo vielleicht immer nur zwei Personen vorkommen, die reden. Und dann kann man da auch ein bisschen was mitnehmen. Vielleicht beim nächsten Mal eine weibliche Protagonistin, damit ihr auch mal hört, wie das im Feminin klingt.
Dankeschön, dass ihr zugehört habt. Ich hoffe, ihr konntet was mitnehmen. Bleibt gesund, passt auf euch auf. Allahu ankum und bis zum nächsten Mal.